Whoever created this has such odd sensibilities. Yes, very odd sensibilities indeed. Just looking at this hideous, sorry attempt at bearing my image is making me sick to my stomach. Its very existence is unforgivable. Obviously, my finding it is no accident. How appropriate that it should be destroyed by my hand. As long as this thing is around, I can't say for certain that my reputation won't be damaged. A clone has no hope of winning against the real thing. Allow me to demonstrate! Ja, der erste Klon, den ich gleich hingegangen bin, ist natürlich einer mit einer Cutscene, deswegen ist es natürlich jetzt auch drin. Mal gucken, wie viele Kämpfe ich machen muss und wie viele Cutscenen kommen werden. Ach ja, und willkommen im neuen Part. Ihr merkt schon, ich fatz das gerade ein bisschen mehr durch als davor, weil ich einfach das Projekt zu Ende kriegen will, weil A, ich habe noch zwei andere Projekte, B, es kommt gar nicht gut an, ich weiß aber zwar auch schon wieso, weil ich 10.000 Leute das Spiel eine Woche vom Release haben konnten und sehr viele rumgejammert haben, dass sie es auf jeden Fall zuerst let's playen dürfen. Und naja, deswegen ist jetzt nicht so schlimm. Es wird sowieso eher mein Stream-Projekt dann sein für Online-Kämpfe. Das und Naruto wird wahrscheinlich sein, weil wobei Final Fantasy müssen wir nochmal gucken. Aber ich schätze mal eher, ich werde wieder beim üblichen Naruto dann bleiben, bis das nächste Naruto-Spiel kommt. Oder ein Bakugan-Spiel. Oh, Ginyo, geh mir nicht auf den Sack. Wow. Die Gegner machen immer was. So, jetzt kommt noch Genshu. Und da habe ich mir was Schönes überlegt. Alter. Der konnte dann nicht mal was machen. Das finde ich genial. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass es die Dragon Balls nicht gibt im Story-Modus? Das merke ich sehr, weil die Kombos, die ich einsetze, dann kommt immer ein Dragon Ball dazu. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. So, machen wir gleich weiter. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt rekrutieren wir mal Tenshin Han, dann holen wir uns hier einen Shooter unten und dann gehen wir zu Piccolo. Bin ich mal gespannt, ob es dieselbe Dialoge sind. Oder beziehungsweise dasselbe. Could that be the one they call Tien? Now where have I seen him before? Ah yes, he was among the rabble that tried to fight against my underlings. Yes, and what about him? Well, with a power level like his, it really doesn't matter a jot if he joins us or not. He took a real whipping after Ginyu switched bodies with Targamar. But desperate times call for desperate measures. There is no time to be picky for us. Shall we get this over with? Mindestens andere Dialoge. Hat schon Angst. Wenn er so schon herablassend gegenüber Tenshin Han labert, was labert er denn jetzt nachher bei Yanchu? Yanchu ist ja noch schlimmer. Wobei er in dem Game nicht schlecht ist. Will ich gleich mal vorwegnehmen, gell? Also Leute denken, nur weil er Yanchu ist, braucht ihr nicht denken, der wäre halt kacke. Nur weil er überall anders kacke ist. So. Wie konnte er das jetzt wieder abdocken, Drecksack? Wenn einer auf mich herdüst, dann muss ich einfach nur nach unten Kreis drücken, habe ich gesehen. Diesmal her. Diesmal her, Sel. Ja. Das kann ich auch. Diesmal her. Ah, dann halt nett.
Au, Cell, fick dich. Sehr böse Cell. Aber Cell kriegt gerne mal wieder Cell. Ah, shit, das hat nicht geklappt. Aber so müsste das klappen. Wieso hat das nicht geklappt? Jetzt aber. Ah, das macht Spaß. Muss ich doch irgendwie eine Kombo machen können. Ja, okay, Ultra Trunks fliegt natürlich jetzt nach Las Vegas. Tschüss, Trunks. Sag Son Gohan in der Zukunft. Grüße von mir. Tenshin Han ist jetzt dabei. Wow. Werde ich sowas von in mein Team tun? Nicht. How can you guys be okay with this? You haven't forgotten what they did, have you? Look, I know how you feel, Tien. But we really have no other option. But it's Frieza and Cell. How could you join forces with them of all people? We do make an unexpected partnership. Who could have predicted that we'd ever be on equal footing? I assure you, you and I aren't gonna be all buddy-buddy when this is all over. I was thinking the same thing. Whoa! Just take it easy, Tien. I know there's no love lost here, but what we really need are strong fighters. I hope you understand there are more important things to deal with here. So, do I have your support? I hear you, Goku. Given the situation, I guess there's not much else we can do. No amount of complaining is gonna change that. That's the spirit! But I can only put up with this until the whole situation gets worked out. Don't you dare forget that! I'm not exactly enthralled at the idea either, so I'd say the feeling's mutual. Tenshin Han und Freezer haben was gemeinsam. Tenshin Han muckt und ich könnte drauf wetten, Yanchu ist wieder der Hosenscheißer. Aber das sehen wir ja jetzt gleich. Ich finde es auch immer lustig, dass der Klon von dem Typ, den wir retten, immer dabei ist. Ist zwar, klar ist es mit Absicht, aber trotzdem. Hey, over there! It's Yamcha! Goku, is that you? What are Frieza and Cell doing here? To tell you the truth, it's kind of a long story. All that matters is that we're all allies now. What are you... Why in the world would you... Pardon. I hate to interrupt your little meeting, but we've got company. Sorry, Yamcha. I'll explain later. There's a more pressing matter at hand right now. Okay, so jetzt kämpfen wir gegen Yanchu. Yanchu, Son Goku und Krillin. Mit Risa, Cell und Son Goku. Bin mal jetzt eigentlich gespannt, wie so die Story noch verlaufen wird, also wie hier das Ende sein wird, weil hier kann ja nicht sein, dass das Böse weg ist und dafür das Gute siegt, weil das Böse hilft uns, das Böse zu vernichten. Deswegen bin ich da mal gespannt, was der feine Kampf sein wird. Wird es C21 sein? Oder wird es gegen Son Goku sein? Autsch. Na, Yanchu, geh mal nicht auf den Sack. Boah, ich hasse Yanchu. So. Son Goku. Komm her. Komm her, Son Goku. Jetzt machen wir eine schöne Kombo mal wieder, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, man hört die Müllheide im Hintergrund nicht, weil gerade wird hier gelber Sack abgeholt. Und das ist verdammt nochmal laut, finde ich. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem nerven tut es mich schon ein bisschen. Ich glaube, ich mache das Fenster mal zu. So, jetzt müsste es besser sein. Dürfte jetzt nicht mehr so laut sein. Dadurch, dass die KI ja so blöd ist, kann man die ganze Zeit dasselbe drücken. Schlimm, aber ja, es geht. So, jetzt versuchen wir mal was. Ah, nee. Wie meine ich das am besten? Kommt so? Die normale Viereck-Kombo?
Ja, Mann, das war jetzt gar nicht so schlecht. Ja, das war jetzt echt nicht schlecht, finde ich. Geht noch besser, aber... Naja, auf jeden Fall nett übe. That about sums it up, Yamcha. So what do you say? Will you fight with us? I guess I'm on board. But it seems a lot went down while I was unconscious, huh? What's the matter, Frieza? You're not going to object this time. No. There's something rather interesting about this one. Preposterous! How could you take an interest in trash like him? Whoa, whoa, whoa! Who are you calling trash? Pipe down! Only the lowest of the low would ever lose to a few puny Cybermen! Beaten by Cybermen, were you? Are you sure you're not trash after all? Wait a moment. I think I understand why only this one didn't have his consciousness sealed. What do you mean? He's too weak. It must mean the seal on his power was somehow incomplete. Oh, that is pathetic. It would seem the waves only have a, well, limited effect on your shallow pool. Yeah, that would explain it. Come on, Goku. You don't believe this, do you? Guess there's an upside to being a pathetic weakling after all. They can laugh all they want, but I'm gonna prove that I can step up when I'm needed. Alter, Yanchu wird nur noch fertig gemacht. Ich finde das voll krass. Davor wurde er eigentlich im Prinzip nur ignoriert und zur Seite geschoben. Aber dadurch, dass jeder Yanchu so lächerlich findet, tun sogar selbst die Erfinder ihn lächerlicher machen und ihn sogar immer herablassender behandelt. Er wird auch nur immer herablassender behandelt. Was ich krass finde. Es ist ja nicht nur jetzt hier, es war auch bei Dragon Ball Super schon so. Krass. Einfach nur krass, was denn sie mit Yanchu gemacht haben. Ach, würde Naruto das nur mit Tenten auch noch machen? Also, Masashi Kishimoto, guck dir mal was bei Akira Toriyama ab. Mach Tenten, die sowieso so unbeliebt ist, bitte mal fertig. Au. Piccolo geht ab. Schade, dass ich mit Frieza jetzt nicht getroffen habe. Ah ja. Aber was ich schon krass finde, ist einfach mal, dass ich sehr oft das Wort krass sage. Ist mir jetzt gerade nämlich auch aufgefallen. Und dass die im Prinzip nirgends bis jetzt den Buu gebracht haben. Ich meine, wir konnten den fetten Buu retten. Okay. Aber Kid Buu, außer als Klon, kam gar nicht vor. Das wundert mich ein bisschen. Ich meine, klar, C21 ist eigentlich nur ein Abklatsch von Kid Buu, in meinen Augen. Aber trotzdem. Au. Oh, jetzt hat er das gemacht, was ich letztes Mal machen wollte. Nicht schlecht. Und tschüss, Frieza. Ah, in der Höhle, da geht der Strahl raus aus ins Universum. Auch nett zu sehen. Exhausting. I'm not used to having to make an effort like that. Hey, 16, do we have any tea and sweets left? You got back quicker than I expected. But I'll prepare some.
but I told you to have it ready. It won't take that long. By the way, where's 18? Well, I just left her there. What did you say? Oh, there's no reason to worry yourself. Besides, I had no choice. Never mind that. I have a favor I need to ask of you. What is it? You don't want tea anymore? Freeze is becoming a pest, so I want you to exterminate him. Exterminate him? Why so glum? Why wouldn't you want to exterminate someone like that? If I kill him, you won't be able to eat him. Are you okay with that? That's true. He'll lose a bit of his freshness. But if you bring his corpse here, I'll just eat that. What are you waiting for? Hurry up, get going. I can make my own tea. Understood. Goodbye, pathetic traitor. Okay. T16 ist ein elender Verräter. Gut zu wissen. So. Wieder sehr viele Kämpfe. Und Piccolo können wir retten. Finde ich nett. Team bearbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charakter fehlen noch. Ich glaube, die bösen Story, die geht ein bisschen länger als die gute. Naja. Ja, das war's auf jeden Fall für den Part, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wo ich dann wieder schon die Klone hier kaputt mache. Ich glaube nicht, dass da jetzt wieder eine Story kommt. Ich glaube, das werden jetzt wieder diese echt 0 auf 50, die wo auch beim der guten Story am Schluss gekommen sind, wo es einfach so übertrieben war. Was ich hier richtig geil finde, ist, die scheiß Tutorials gibt's nicht. Aber wisst ihr was? Wir machen aber noch was ganz anderes. Nur ausnahmsweise mal. Wir gehen mal kurz in die Lobby. Ich bin extra in der Offline-Lobby. Das heißt, das geht ganz schnell und ich werde nicht vollgespammt. 71 und 43. Ja, ich sehe schon, die gegnerische Krieger-Story geht länger. Naja. Ich will kurz shoppen gehen. Ich würde sagen, ich zeige euch halt mal kurz, was ich so ziehe. Kann ich ja auch ab und zu mal reinbringen, wenn ich schon mal genug Kohle habe. So, machen wir hier mal einen 10er. Aha, auf jeden Fall eine goldene Medaille. So, Super Saiyan Vegeta Farbe 5, Krillin, Polizei! Was? Echt geil! Eine Z-Marke, die sind die, wo mir am meisten am Arsch vorbeigehen, ehrlich gesagt. Premium-Münzen, Titelbildschirm, Kampfkunstmeister, Lobby-Charakter Set, Majin Buu. Wir machen jetzt noch kurz zwei einzelne. Boom. Oh, Titelbildschirm, Weihwasser. Und wieder eine Farbe. Super Saiyan Farbe 7. Okay. Dann gucken wir mal, was wir bekommen haben bei Lobby-Charakter. Also. Vegeta haben wir eine neue bekommen. Nämlich die grüne. Finde ich nice. Werde ich wahrscheinlich sogar nehmen. Der Cell. Ach, Cells erste Form. Cool. Krillin Polizei. Auch nicht schlecht. Bata. Okay. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Z-Magen, was haben wir da eigentlich Neues bekommen? Wir haben da auch schon... Das sind alle. Okay. Bis jetzt finde ich am besten von denen die da hier. Nämlich der Vegeta Bingo. Bingo! Bingo! So, auf jeden Fall, das war's jetzt mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!